Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde euch heute den MeTime-Tag zeigen. Und zwar hat die liebe Lamia Slimani diesen Tag gedreht und hat dann am Ende gesagt, dass sie uns alle taggt. Und dann dachte ich mir so, alle, das bin ja auch in dem Fall ich. Und dann dachte ich mir, dann drehe ich den Tag natürlich auch sofort für euch ab. Entschuldigt mich, dass jetzt in den letzten Tagen kein Video von mir online kam. Aber da ich krank war, habe ich das leider zeitlich natürlich nicht mehr geschafft. Und deshalb bin ich jetzt auch so übelst chillig angezogen, weil es ist ja auch der MeTime-Tag und da möchte ich euch ja zeigen, was ich so in meiner freien Zeit mache, wenn ich alleine bin. Und da geht es auf jeden Fall bei mir etwas chilliger zugange. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei meinem Video. Die Fragen habe ich übrigens alle auf meinem iPhone und da werde ich die jetzt auch alle ablesen. Und wir fangen jetzt direkt an mit der ersten Frage. Und zwar, was schaust oder liest du, wenn du alleine bist? Also da ich ja kein Fernsehen gucke oder beziehungsweise kaum Fernsehen gucke, schaue ich natürlich sehr, sehr viel auf YouTube, weil YouTube ist einfach meine große, große Leidenschaft, sage ich mal. Also durch die anderen YouTuber habe ich natürlich selber mit YouTube angefangen. Und was ich natürlich sehr gerne in meiner Freizeit schaue, sind die Let's Plays von Gronkh. Und natürlich von allen anderen YouTubern, die ich jetzt abonniert habe, da gehe ich natürlich die Liste rauf und runter. Also von Lamia, von Dunja, von Ebro, von Nihan, von Patricia, von der lieben Kati, also von allen YouTubern eigentlich, die ich abonniert habe. Ihr könnt das ja auch auf meinem Kanal sehen, wenn ich so alles abonniert habe. Ich liebe einfach jeden Einzelnen, den ich mein Abo geschenkt habe, weil ich das einfach super gerne gucke. Und gerade wenn ich alleine bin, dann hat man natürlich auch sehr, sehr viel Zeit für sich. Und da gucke ich mir natürlich sehr, sehr, sehr gerne Videos an. Was trägst du gerne, wenn du alleine für dich bist? Ganz klar, auf jeden Fall Chiller-Pullovers. Chiller-Pullovers? Chiller-Pullis, Jogginghosen, Leggings, auf jeden Fall irgendwas richtig Bequemes. Ich kann es einfach nicht haben, wenn ich nach Hause komme und einfach noch diese enge Jeanshose anhabe. Geht ja gar nicht klar. Also ich glaube, da werdet ihr mir bestimmt recht geben, dass wenn ihr nach Hause kommt, ihr euch auf jeden Fall auch direkt erstmal die Kleider vom Leib reißt und einfach euch erstmal was Gemütliches aus dem Schrank holt. Das ist einfach ein Muss, wenn ich in die Tür reinkomme, weil ohne geht gar nicht. Also Jogginghose und Pulli, das ist einfach Muss. Was sind deine MeTime-Produkte? Da habe ich mir natürlich hier schöne rausgesucht. Und zwar, ich habe nicht viele Produkte, die ich jetzt benutze, wenn ich alleine bin. Ganz einfach aus diesem Grunde, weil wenn ich nach Hause komme, dann schminke ich mich als allererstes ab. Und meine Abschminkroutine oder dieses Get Unready With Me, ich nenne es jetzt mal so, das werde ich euch natürlich in einem extra Video zeigen, deshalb möchte ich mir jetzt nichts hier vorwegnehmen. Und was ich aber natürlich sehr, sehr gerne mache, wenn ich alleine bin, ist baden gehen. Das ist einfach so gemütlich und jetzt gerade so im Winter schön heißes Wasser reinlaufen lassen. Und da darf natürlich Badesalz nicht fehlen. Das ist für eure Haut natürlich nicht gerade so toll, also die Haut trocknet dadurch natürlich aus, also ihr müsst euch auf jeden Fall danach eincremen. Aber was ich natürlich sehr gerne benutze, ist von Balea Bademomente Glücksfantasie mit Granatapfelduft. Das ist dieser hier und den kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, weil der riecht einfach Bombe und der riecht wirklich nach Granatapfel. Und jetzt gerade im Winter, ich liebe ja alles, was mit Granatapfel so zu tun hat. Ja, und deshalb gehe ich damit sehr, sehr gerne baden und ja, ist einfach ein einzigartiges Erlebnis, wenn ich in die Badewanne reingehe und oder wenn ich, sag ich mal, ins Badezimmer reinkomme und alles nach Bratapfel riecht. Granatapfel meine ich. Bratapfel, ich bin schon ganz woanders. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich immer benutze, wenn ich alleine bin, weil ich halt sehr oft dann baden gehe. Ein weiteres Produkt, und das trage ich jetzt gerade auch auf den Lippen, ist natürlich, was auch sonst, Creme de Rose von Christian Dior. Ich mache es, wenn ich Zeit habe und wenn ich gerade meine Hand frei habe, dann schmier ich mir dann immer auf die Lippen, weil es einfach eure Lippen pflegt. Es sieht auch gut aus, also jetzt mal davon abgesehen, wenn ich mal keine Lust habe, mich irgendwie jetzt großartig zu schminken oder so, wenn ich rausgehe. Da benutze ich das auch sehr gerne, weil es sieht einfach toll aus auf den Lippen. Aber natürlich benutze ich es auch, wenn ich alleine bin, einfach weil es meine Lippen pflegt, weil sich meine Lippen dann einfach super geschmeidig anfühlen. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich das vor dem Schlafengehen drauf mache, weil am nächsten Morgen, wenn das dann, sag ich mal, so halb ab ist, eure Lippen sind einfach
weich wie Butter und ich liebe dieses Produkt einfach. Und deshalb schmiegt mir das eigentlich immer drauf, auch wenn ich alleine bin, ganz besonders. Ja, das ist eins meiner absoluten All-Time-Favorites. Was ist dein aktueller Lieblingsnagellack? Ich habe geguckt und ich wurde mir da einfach überhaupt nicht einig, weil ich wurde ja in meinem Fall-Tag danach gefragt, was jetzt so mein Lieblingsnagellack wäre. Da habe ich euch ja 3 Stück gezeigt. Zurzeit trage ich sehr, sehr gerne pinke Nägel. Ich weiß, das passt irgendwie gar nicht so zum Winter. Ich liebe einfach Rosatöne, Pinktöne, alles was so richtig weiblich ist. Und da habe ich jetzt hier einen von Flormar, der Supershine Perfect Polish in der Farbe 43. Das ist dieser hier. Ist eine super geile Farbe, wie ihr sehen könnt. Ich trage den sehr, sehr gerne auf den Nägeln. Jetzt gerade habe ich gar keinen drauf, weil als ich krank war, habe ich natürlich keinen drauf gemacht. Aber den trage ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich liebe den einfach. Und auch im Sommer ist er natürlich auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, ist nicht so der typische Winter-Nagellack, aber zurzeit ist das irgendwie einfach mein Favorit. Was isst oder trinkst du, wenn du für dich alleine bist? Ja, also da habe ich jetzt zurzeit, also ich bin sowieso immer ein Mensch, der sehr, sehr gerne zwischendurch mal zum Joghurt greift, weil Joghurt gehen einfach irgendwie immer klar. Nach dem Essen, ich kann fast platzen, da passt immer noch ein Joghurt irgendwie rein. Und ja, da habe ich jetzt zurzeit diese hier. Und zwar sind die von Ehrmann. Letztendlich ist das eigentlich egal, von welcher Marke das ist. Ich liebe einfach diese Wintereditionen, die die da im Supermarkt immer haben. Und zwar habe ich jetzt hier einmal Mandelspekulatius, dann einmal Zimtstern und einmal Typ Bratapfel. Das sind diese hier. Super lecker einfach. Da hat man wirklich den Winter auf der Zunge, kann man so sagen. Also das schmeckt einfach nur richtig Bombe. Und das esse ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich lege mich dann so ganz chillig auf meine Couch, nehme mir eine Decke und esse ganz genüsslich meinen Joghurt. Und ich wette mit euch, dass jetzt jeder Zweite wahrscheinlich, der das Video jetzt gerade guckt, Hunger auf so einen Joghurt hat, oder? Also die sehen doch einfach erstens schon mal total ansprechend aus. Und zum anderen, wirklich, die schmecken einfach nur geil. Also wenn ihr sowas im Supermarkt seht und das gerade sogar noch im Angebot ist, dann müsst ihr auf jeden Fall zuschlagen, weil, ja, bekommt man ja nur im Winter, ne? Ja, und was ich natürlich sehr, sehr gerne trinke, ist Tee. Schwarzer Tee, der geht bei mir natürlich immer. Also wir lieben schwarzen Tee, also den trinken wir eigentlich immer. Aber ich habe auch einen Favoriten, wenn es mal nicht der schwarze Tee ist. Und zwar ist das türkischer Bayram-Tee. Und das ist dieser hier, den ich jetzt auch gerade trinke. Der ist einfach nur richtig lecker. Ich liebe ja generell türkische Apfeltees. Aber der hier, der ist schon nochmal etwas anders. Der ist so ein bisschen aromatischer als der süßliche Apfeltee, den ihr jetzt, sag ich mal, von der Türkei kennt. Den liebe ich einfach. Und Tees generell sind einfach auf jeden Fall auch ein Must-Have im Winter oder wenn ich alleine bin. Also Tee geht doch immer klar, oder? Verbringst du auch gerne draußen Zeit? Bist du auch alleine unterwegs? Selten. Also da ich ja mit meinem Freund zusammen in einer Wohnung lebe, gehen wir natürlich immer und überall gemeinsam hin und das finde ich auch sehr, sehr schön, weil sonst würde ich ja natürlich nicht mit ihm zusammen wohnen und deshalb bin ich eher selten alleine draußen oder unterwegs. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich alleine irgendwo hingehen soll. Deshalb würde ich die Frage auf jeden Fall mit Nein beantworten. Würdest du jemals einen Kinofilm alleine anschauen? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Filme, die wollen andere Leute nicht sehen und ich bin da total heiß drauf. Und ich kann mich auch noch an einen Tag erinnern, wo ich wirklich auch alleine ins Kino gegangen bin. Das war Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Den Film wollte ich einfach gerne gucken. Ich weiß auch nicht, ist auf jeden Fall ein deutscher Film. Und dafür hat sich natürlich keiner meiner Freunde interessiert. Und dann dachte ich mir so, okay, es ist Freitagabend, wieso gehst du nicht einfach alleine ins Kino? Ja, und dann bin ich alleine da hingegangen, bin alleine hingefahren, hab mir alleine eine Kinokarte geholt und saß dann ganz alone im Kino, weil auch sowieso irgendwie generell den keiner sehen wollte und habe mir dann schön chillig den Film angeguckt. Also ich finde, da ist nichts Verwerfliches dran, wenn man alleine ins Kino geht. Man muss ja nicht immer mit anderen Leuten da reingehen. War auf jeden Fall auch mal eine Erfahrung wert und würde ich auf jeden Fall auch wieder tun, wenn
den Film, den ich gerade sehen will, halt kein anderer sehen will. Hast du noch was hinzuzufügen? Was machst du sonst, wenn du für dich bist? Also generell kann ich einfach nur sagen, wenn ich für mich alleine bin, dann bin ich einfach nur richtig hart am Chillen. Also ich gucke, dass ich mich, wie gesagt, chillig anziehe, dass ich irgendwas Gemütliches mache, dass ich, sag ich mal, Zeit für mich habe, dass ich mich auch, sag ich mal, so besonders pflege. Also das macht man ja auch sehr selten. Wenn man im Stress ist, dann macht man sich irgendwie die Nägel in 5 Minuten oder keine Ahnung, also wenn ich dann alleine bin, dann mache ich mir eine Maske ins Gesicht, mache meine Nägel, mache meine Fußnägel, vielleicht auch meine Haarkur oder so. Zwar selten, aber auch ab und zu. Und ja, das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, also jeder, der Zeit für sich hat, der sollte diese Zeit auch nutzen. Denn oftmals macht man sich natürlich mehr Gedanken über andere Menschen und hetzt sich ab. Also durch Arbeit, durch Schule ist man natürlich auch sehr, sehr gestresst und deshalb ist es gerade wichtig, dass ihr euch Zeit für euch nehmt, denn die kann euch erstens keiner mehr nehmen und zweitens tut das auch jedem natürlich gut und der Seele tut das gut, einfach mal zu entspannen. Und ja, damit beende ich jetzt auch mein Video. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich muss auf jeden Fall nochmal das ansprechen. Und zwar, ab dem 1. Dezember gibt es jeden Tag ein Video von mir. Ich freue mich da schon wirklich richtig drauf. Ich würde mich natürlich auch über Videovorschläge freuen von euch. Schreibt mir die auf jeden Fall unten in die Kommentare. Es sollte natürlich etwas Winterliches sein. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen überlegt, auch Rezepte. Ich hoffe, ihr werdet euch darüber sehr freuen. Ich freue mich auf jeden Fall und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss! Oha! Was ist dein Lieblingsnagellack zur Zeit, oder? Wenn ich alleine bin oder Zeit für mich habe, schmeiß die Couch runter.